Du hörst Hoffnungs-Botschaft mit Walter Neufeld. Liebe Freunde, liebe Brüder, liebe Schwestern, das Evangelium ist eine Kraft Gottes, die den Mensch verändert, der darin lebt. Als Paulus diesem Mann, Polizmann vom Gefängnis, von Jesus vertellt, dein lebt Herr Jesus. Und seine ganze Familie lebt auch. Die Bibel sagt, sie leitet sich noch an der Nacht Deipe. Und dann mucke sie in der Schritt und fangen sich an zu freien, taub zu eten und Frau zu sein, weil sie heute die Gelegenheit gehabt, an Jesus Christus zu leben. Ist das nicht wunderbar, dass Menschen einfach sagen, ich lebe an Jesus, ich lasse mich Deipe, ich will ein Teil sein von der Familie Gottes. Und nu weil wir ein großes Fest machen, weil wir taub eten, weil wir uns freuen, Gott danken, loben, preisen, weil wir sind die glücklichste Menschen von der Erde, weil Jesus Christus hat uns erlöst. Diese Freude fehlt uns vorgen. Uns fromme Menschen, ja, uns Plotische, uns fehlt diese Freude vorgen, dass wir das wörtlich geneigt, dass wir das wieder sei, dass das auch zu sein ist. Und dass die Menschen, die uns nicht kennen würden, würden sein, hier ist eine Freude, hier ist was Wunderbares passiert. Das Mensch wie bei gestern ein ganz anderer Mensch, der wie immer anmutig und verdrisslich und kortläftig und der hat das immer mit dem Fleetje zu tun und der behandelt seine Familie schlecht. Und nun ab einmal freut er sich und lobt Gott und ist seine Familie leiftolig. Das ist ein ganz anderer Mensch geworden. Weißt du, so ein Zeugnis ist viel stärker als 100 Predigten. Dort ist dort Wut, dort einfach lebendig wird, wenn wir so ein Zeugnis geben. Herr Jesus, ich danke dir für das Zeugnis von diesem Mann, der sich bezieht, sich Deipe leid und einfach anfängt, in der Schreit zu machen, dem Taub eten und sich Taub freien, dass du am angenommen hast als Sehnchend. Und Herr, uns fehlt vorhin diese Freien. Uns fehlt vorhin das Mut, uns einfach taub zu sein mit unseren Freunden und die zu danken für das ewige Leben. Halb uns dabei. Wir beten darum in die Nome Jesus. Amen. Das war eine Produktion von Jesus Responde al Mundo de Hoy. Taub mocht bei der Nome Jesus grausschreiben über Paraguay in der Welt. Kontaktiere uns unter info@jesusresponde.com.